Ich bin ehrlich mit euch. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, seine Zeit bei nackten, tanzenden Drenais in Goldhain zu verschwenden, was? Als weiter herauszufinden, warum ich den Tisch nicht habe. Ina-Verschwendung. Aber ja. Wir haben gefühlt eine weitere Stunde versucht herauszufinden, warum ich diesen Tisch nicht habe. Ich habe alles weitere getan. Letztendlich haben wir aufgegeben. Wir haben aufgegeben. Ich bin jetzt nur, weil du zu faul warst, da selbst hinzureiten. Gib's doch einfach zu. Was? Ja, du wolltest da hingeflogen werden. Nein. Ich bin jetzt von Asuna einfach rüber gelaufen zur nächsten Quest. Man kann ja scheinbar alles ganz normal spielen. Man muss diesen Tisch nicht anklicken. Wir wissen auch nicht mal, was es bringt. Da steht mal Furion jetzt hier im neuen Gebiet. Lasst uns weitermachen. Ich bin schon los. Ach so, so einer bist du, ja? Ja. So, ich bin bereit, mal Furion. Du reitest gleich mal Furion. Ist ja Weltklasse. Los geht's. Erinnerungen. Das ist... Vor langer Zeit formten die ersten Druiden dieses Land zu einem Abbild des smaragdgrünen Traums. Ein bloßes Echo. Doch Val'Sharrah ist dem Traum so ähnlich, wie es dieser Welt nur möglich ist. Seid bereit, Champion. Ja, cool, dass wir im Hain der Szenarien sind. Stehen wir dem Herrn des Waldes gegenüber. Oh nein, wait. Achso, Szenarios schläft, oder? Der ist nicht tot. Furion, Elun, sei Dank, ihr seid gekommen. Es ist schön, euch wieder zu sehen. Kommt schnell, es ist etwas geschehen. Was ist denn mit Szenarios? Aber nun wacht er nicht mehr auf. Er wacht nicht mehr auf, okay. Was ist diese Verderbnis? Wir wissen es nicht. Sie ist erst vor kurzem erschienen. Oder der hat 60 Millionen Mana. Was ist hier passiert? Wie kann ich euch behilflich sein? Der Ruf der Natur, sprech mal. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass die Storyline jetzt ist. Szenarios retten? Jetzt müssen wir wieder zurück? Ist das dein Scheiß Ernst? Ganz zurück? Nee, ne? Doch. Der meint das ernst. Löst das aber anders. Nehm sofort oben den Port mit und flieg runter. Ganz schön smart. Ja, ne? Ich muss ja Zeit sparen. Wir haben heute schon gefühlt 6 Stunden verloren, weil wir... deinen Tisch nicht gefunden haben, ja. Wie kann sowas nur so schief gehen, ey? Und wieso hat einfach niemand eine Antwort darauf? Ich würde mich richtig ärgern, wenn eine ganz simple Lösung in ein paar Monaten in den YouTube-Kommentaren steht. Ich würde mich richtig ärgern, ey. Bin mal gespannt, was das Ticket ergibt. Da bin ich auch gespannt drauf. Dauert zum Glück nur noch 5 Tage und 4 Stunden, es wird immer mehr. Das Kackbratzen, das ist der Wahnsinn. Ach ja. Bodo, ich hab so viel Freude, ich lasse mir das nicht vermiesen. Wie viel Prozent hast du schon zu 106? 56. Okay. Und du? 54. Was, wir sind gleich auf jetzt? Ja. Ach, krass. Und das, obwohl ich immer noch Double XP habe. Du warst, ja gut, da, gut. Aber zu meiner Verteidigung, ja. Ich habe gefühlt eine Dreiviertelstunde Prequest gemacht von irgendeiner Prequest, wo ich nicht weiß, was das für eine Prequest war. Ja, also, will ich nur sagen jetzt, ne? Stellt Mana wieder her, wenn ihr das Ziel tötet. Wow, okay. Okay, ne. 251 Mana. Ziemlich nutzlos. Ja, fuck it. Fuck it. No one fucking cares about this one. Okay, und Quests. 1000 Quests. Ich hab das Gefühl, wir müssen was mit Erzdruiden machen. Ja. Warum kann ich die letzte nicht annehmen? Welchen zuerst? Weil ich schon habe. Okay. Wer ist denn am nächsten? Keiner. Ja, keine Ahnung, lass Süden machen. Okay. Schön. Eine Storyline mit den Szenarien und Druiden. Finde ich eigentlich ganz schön. Beginnt natürlich nicht sehr gut, in dem Szenario es halb tot da liegt, aber an sich schön. Ne? In Fachkreisen sagt man Schäschow. Wir sollten übrigens diese Bonusziele machen.
Ich hab die vorhin machen wollen, du bist weggelaufen. Ja, lass mal die Bonusziele machen. Läuft aber zuerst zum Bonusziel, anstatt die Quest abzugeben. Was? Ach, Bodo, Bodo, Bodo. Ja, mir egal. Ach so, da ist noch eine Quest. Ja, nee, ist schon okay. Ich komme zu dir. Was eigentlich keinen Sinn macht, aber. Hä, was machst du? Ja, das Bonusziel willst du doch jetzt machen, oder nicht? Wolltest du ja unbedingt zuerst machen. Ja, aber ich krieg jetzt gerade nicht die ganzen Prozente nicht. Jetzt krieg ich's nicht. Distelblattplage. Hast du diese Quest hier angenommen? Die beiden? Bei dir? Ja. Ich bin nicht bei dir. Die Frage kannst du dir selber beantworten. Hä? Achso, du bist einfach schon vorbeigelaufen, alles klar. Ja, weil ich ja wie gesagt bereits erwähnt hatte, dass ich runter zur Quest bin, weil du dann plötzlich abgedriftet bist. Weiß ich auch nicht, wie das bei dir so läuft in Fachkreisen. Oh, sind das kleine Fairy Dragons? Das seht ihr ja nebenbei. Das sind Feendrachen. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gib mir einen Dolch. Was ist das süß? Die müssen wir töten. Nee, die Fairy Dragons muss nicht töten. Die auf den drauf sitzen musst du töten. Da sind Grobiane drauf. Grobiane. Ja, ja. Ganz gemein. Gemein gefährlich. Ich habe das Gefühl, in diesem kleinen Gebiet hier sind jetzt 5 Quests, ist das richtig? 5 Quests? Gefühlt, ja. Ja, ich war ja noch nicht mal oben bei der Quest, die du grad, von der du gerade gesprochen hast. Bin dementsprechend noch ein bisschen verwirrt. Ich werde da jetzt mal hochlaufen, weil offensichtlich kann man da nebenbei irgendwas machen. Ich kann hier schon eine abgeben. Wahrscheinlich die, die ich gerade gefunden habe. Ach, die Flussbrise. Das ist ein schöner Name. Frau Flussbrise. So, also ich habe jetzt hier 2 Quests. Weißt du, wie du auf 5 kommst? Na, ich muss hier irgendwelche Mondschwingen retten. Ich muss Distelblattdorn-Tänzer töten. Ja. Ich muss was einsammeln. Ja. Dann ist hier dieses Bonusziel am Start. Ja. Und dann die Quest, die wir hier eigentlich machen sollten. Weswegen wir hierher gelaufen sind, oder nicht? Ja gut, die ist ja ein bisschen woanders, ne? Ach krass. Der Tänzer hat glatt 16.000 Leben. Wait, der hat mir auf die Fresse. Flieh, kleiner Fairy Dragon. So, wer hat jetzt hier noch was? Distelblattdorn-Tänzer, ja. Die Eier habe ich. Hier ist so ein Oller Tänzer. Was für Eier? Wir müssen Eier einsammeln. Die Quest habe ich nicht. Hä? Keine Eiersammeln-Quest. Wer ist denn die? So, die ist, glaube ich, gedroppt. Ah. Drop-Quest hat der Bodo. So, was muss hier jetzt noch getan werden? So, Mondschwingen retten. Oh. Davon habe ich erst 3. Schon. Ja, ich hätte wahrscheinlich deutlich mehr, wenn die Quest vorher schon angenommen hätte. Nur fürs Bonusgebiet gemacht. Das ist zu weit.
entfernt. Und wir sollten die machen, warum? Weil Erfolg oder was? Weil die 50.000 EP bringen. Ach so, weil wir es so eilig haben im Leveln oder was? Halt vernünftig. 50.000 ist ein Zehntel des Levels, das ist extrem viel. Das ist krass, ja. Also empfinde ich als sehr viel. Das passiert ja eh nebenbei, also. Ja, ja. Du hast dich gar nicht gerettet. Deine Mondschwinge. Station! Station! Da den, Zephix. Okay, ich glaube, ich habe hier alle Quests erledigt. Du hast 6 Mondschwingen gerettet. Also. Leute, hier ist der Knatzelfiddler. Was macht der denn hier? Der wer? Der Knatzelfiddler, dieser komische Affe, mit dem wir vorhin... zu tun hatten. Ach so, ja, der wird durch irgendwas beschworen, was ich habe. Ach, das warst du gerade. Ja. Lol. Hab ich aufgepasst. Albtraumkriecher, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe kein Ziel. Wenn du noch 2 Mondschwingen befreien würdest, wäre das toll. Hilft dir das mit, wenn ich das mache? Weil ich sehe die Dinger nicht mehr. Bei mir ist die Quest abgeschlossen. Du siehst die gar nicht mehr. Schauen wir mal. Interessant, der Fairy Dragon greift ja tatsächlich mit an. Er wird wahrscheinlich dazu gezwungen, das würde der kleine Fairy Dragon doch niemals tun. Okay. Ja, jetzt bin ich auch fertig. Die Göttin segne. So, und jetzt zur eigentlichen Quest. Richtig. Asha Fella. Uff, lass mich in Ruhe hier. So, Bodo, wir hatten heute ja schon mal ein paar Themen. Wie sieht's denn bei dir so? Wir hatten jetzt mal. Was wir alles schon geredet hatten jetzt in den letzten Stunden. Du hast ja nicht mehr viel Zeit zum Zocken, das ist richtig, ne? Das stimmt eigentlich, und ja. Dementsprechend mit dir jetzt über irgendwie Spiele zu reden, ist wahrscheinlich eher sinnlos. Deswegen, wie viel Zeit hast du denn wenigstens noch in deinem Privatleben für Filme? Okay, keine. Dann beschränken wir uns einfach aufs Gameplay hier. Tatsächlich, seitdem ich mir eine Switch zugelegt habe, spiele ich wieder ein bisschen mehr, weil ich einfach dieses Handheld-Format sehr schätze. Ja, okay. Tatsächlich bin ich jemand, der sehr viel, also wenn, dann zwischendurch mal gerne sich irgendwie kurz hinsetzt, und da gefällt mir das irgendwie mit der Switch mehr als an anderen Konsolen. Kommt mir dann immer so groß und opulent vor, der jetzt viel Zeit investieren muss. Ja, okay. Gut, aber um zurückzukommen, wie viele Filme guckst du in deiner Freizeit? Ich gucke eigentlich sehr gerne Filme, aber ich habe momentan nicht so wirklich was, wo ich sage, das muss ich irgendwie unbedingt gucken. Hast du denn zum Beispiel jetzt irgendwas Herausragendes im Jahr 2019 geguckt? Ich meine, du hast ja sogar gesagt, du hast den Warcraft-Film im Kino gesehen, also bist du 2019 mal ins Kino gegangen? Ja, ich habe Joker gesehen. Ja, na siehst du, das ist doch schon mal ein Ansatz. Fandest du den Film gut? Ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich schwer, muss ich sagen. Mhm. Also, war nicht so klassische Kinokost, sage ich mal. Das ganz bestimmt nicht, ja. Ich habe im Vorhinein viel gehört, irgendwie, dass
angeblich der Film super brutal sein soll. Ja. Oder irgendwie ja wohl in den USA Leute das Kino verlassen haben wegen krasser Gewaltdarstellung. Ja. Das empfand ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, es gab eine Szene, die ich irgendwie ein bisschen übertrieben fand. Da wäre? Ich kann mich tatsächlich mehr dran erinnern, an die genaue Szene. Du kannst dich nicht dran erinnern? Nee, aber ich hatte so diesen Moment im Kino, dass ich mir so dachte, okay, das war jetzt irgendwie... Aber wir reden nicht von dem Ende... Achso, okay, okay, wir können nicht spoilern hier, ne? Das dafür ist noch zu aktuell vielleicht. Wer weiß, wann das Video kommt, aber... Ich glaube, das Ende fand ich nicht ganz so geil vom Film. Okay, mhm. Oh. Aber ja, ich will da nicht großartig spoilern. Ja, machen wir mal nicht. Ja, gut, aber ich fand ihn halt trotzdem einfach krass, weil er irgendwie ziemlich bedrückend ist und... Ja gut, aber ist ja egal, ob der krass oder bedrückend ist, fandest du ihn denn auch einfach gut? Ich fand ihn gut, ja. Ich fand auch die Darstellung tatsächlich Oscar-reif, also... Absolut. Das, möchte ich auch bestätigen, dass ich meine, man fängt halt schnell an, irgendwie natürlich den Joker dann zu vergleichen mit Heath Ledger. Ja, sollte man aber nicht, weil vor allem ja der Joker auch vom Universe her keinen Sinn macht. Richtig, und weil es einfach, ja, ich finde, irgendwie eine andere Darstellung ist. Also, es ist komplett anderer Fokus einfach gelegt. Ja, also, ja. Ich meine, dieser Film, der letzte jetzt mit Joaquin Phoenix, der lebt halt von dieser Charakterentwicklung. Ja, ja, genau. Und, ja. Ist in der Hinsicht einfach irgendwie beeindruckend. Und es fällt auch völlig aus der Reihe, was all die anderen Filme natürlich angeht. Also Superheldenfilme, jetzt irgendwie alles, was MCU ist und so ein Kram. Mhm. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich finde es an und für sich ganz spannend, dass offensichtlich nachdem... die DC-Filme ja ziemlich gefloppt sind, die meisten. Ja. Was Superhelden angeht. Also ich meine, Batman vs. Superman und Man of Steel. Ja. Dass sie jetzt irgendwie diesen anderen Weg gehen und auf, ja, die Villains setzen, sozusagen. Absolut, das wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen. Würdest du auch meine Aussage, meine Meinung bestätigen, dass DC... im Vergleich zu Marvel absolute Kack-Superhelden hat. Sagen wir jetzt mal, vielleicht bis auf Batman, aber der hat auch schlechte Filme. Während die MCU-Helden in der Regel eigentlich relativ geil sind, aber MCUs Villains zum Beispiel komplett scheiße sind und die von DC aber der Hammer. Würdest du diese Aussage unterstreichen? Ich bin wach, ich bin wach. Ich glaube, ich würde das ein bisschen stärker differenzieren, tatsächlich. Also, ehrlich gesagt, wenn ich so über DC-Superhelden nachdenke, würde ich sagen, ja, da würde ich noch am ehesten zustimmen. Einfach weil, ja, was fällt mir da ein? Also, ich meine, wenn ich so jetzt nicht den Momoa Aquaman mir angucke, aber so diesen klassischen Aquaman, wie auch irgendwie in den Comics dargestellt wird, ist irgendwie nicht so cool. Ja. Flash hat mich nicht so richtig umgehauen. Ja. Ich meine, die Batman-Trilogie von Nolan fand ich ziemlich geil. Ja. Also ich finde, Batman hat schon ein gewisses Potenzial, weil es einfach auch düster ist. Ja. Aber ich bin auch... Scheiße, wo geht's denn hier raus? Ich bin auch nicht der totale Comic-Experte, also ich will mir da kein zu großes Urteil anmaßen. Ja. Aber ja, also ich glaube die meisten, ich habe Wonder Woman habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe auch viele vom MCU noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Tatsächlich, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen angefangen, mir die mal nach und nach chronologisch anzugucken. Ja. Aber tatsächlich, ja, es ist irgendwie so, ich meine, man hat halt diesen Joker. Zum Teufel müssen wir hin. Man hat halt diesen Joker so ziemlich präsent. Scheiße, hätten wir in der Höhle bleiben müssen? Nee, hier vorne ist doch so ein Feld. Ich glaube, wir müssen... Ja, erzähl mal. Ha. Ja, jetzt nehme ich auf. Keine Ahnung, ich töte den hier jetzt einfach. Aber den mussten wir ja schon töten für das Totem. Ach so. Das hat doch was mit der Höhle hier zu tun.
Ich weiß gar nicht, hast du andere Bösewichte von DC im Kopf, außer Joker und Harley Quinn, die auch gerade aktuell irgendwie im Kino sind? Nee, die aktuell sind nicht, aber ich würde alleine zum Beispiel behaupten, dass legit jeder, also oder gefühlt hat das Batman-Universum alleine mehr geile Schurken als Marvel zusammen. Ah, guck mal, hier sind sie doch. Ja, gut möglich. Also würde ich jetzt behaupten. Ihr könnt natürlich gerne zu Hause auch in den Kommentaren eure Meinung zum Thema. Also wir wollen jetzt hier nicht darüber diskutieren, was besser ist im Sinne von DC ist viel geiler als Marvel, sondern einfach nur, man kann ja differenzieren, ob wer die besseren Helden oder Schurken hat, wer die besseren Charaktere hat, weil ich würde jetzt eben zum Beispiel sagen, ne, jeder hat seine Vorteile. Es gibt richtig geile DC-Filme, wie eben Dark Knight zum Beispiel. Es gibt richtig gute Filme von Marvel. Ja. Und ich würde einfach nur behaupten, dass die Superhelden bei Marvel mich einfach nicht catchen. So. Bei DC. Die Superhelden hast du gesagt. Die Schurken meine ich natürlich. Ja. Die Schurken, so. Selbst Thanos. Also wie gesagt, ich habe die Avengers, glaube ich, nur die ersten beiden Teile gesehen. Also also das heißt, du kennst Thanos zum Beispiel noch gar nicht. Bei mir ist Thanos noch gar nicht aufgetreten, ja. Ja, kommt drauf an. Aber ich habe jetzt nicht groß Comics gelesen. Ich kenne so ein bisschen, weil ich Interesse habe, einfach mal irgendwie im Internet Sachen gelesen habe, halt ja. So ein bisschen Charakter, bla bla bla. Und Thanos an sich, finde ich, macht schon einen guten Eindruck. Also. Ja, Thanos ist ja auch schon ganz cool und mächtig, aber er hat mich dann letztendlich, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das dann auch so, wenn du alle Filme dann dazu gesehen hast, so am Ende vom Lied, muss ich sagen, war schon ein cooler Charakter, aber letztendlich hat er mich nicht so mitgerissen, dass ich am Ende sag, boah, Alter. Das war einfach ein mega fetter, geiler Charakter. Es wird halt kein Joker sein, also. Ja, aber selbst der Riddler bei Batman ist für mich deeper und überzeugt mich, was das Schurkendasein angeht, irgendwie mehr. Also, Thanos ist für mich irgendwie so einfach so ein Charakter, der hat einfach nur Macht. Also ehrlich, aber zu wenig Charakter, finde ich. Man ist halt auch immer sehr geprägt durch die Darstellung der Filme natürlich. Also ich meine, ich finde zum Beispiel die Iron Man Filme ziemlich unterhaltend. Ja. Die finde ich auch super, by the way. Aber so als der Superheld an sich der Schläfer ist erwacht. Ist eigentlich gar nicht so geil. Ist eigentlich gar nicht so geil, finde ich. Bin ich auch bei dir. Also doch seid vorsichtig. Fun Fact, ich mochte Iron Man damals, als ich Iron Man 1 gesehen habe. Was aber halt auch mit dem Setting zu tun hatte, dieses, was war das, Afghanistan oder ja. So, dieses Afghanistan-Setting, das konnte ich ja gar nicht leiden. Und deswegen fand ich den Film auch an sich gar nicht so gut und den Charakter Iron Man habe ich dann auch da noch nicht so wirklich wahrgenommen und habe halt gesagt, so Iron Man ist halt einfach nicht meins. Diese Meinung hat sich aber mit Teil 2 halt völlig geändert, weil Teil 2 ganz anders war. Einen viel ganz anderen Start hat, sich dann plötzlich auch kaum noch ernst genommen hat, tatsächlich. Und da muss ich sagen, ab da mochte ich Iron Man dann plötzlich doch richtig gerne. Ich fand auch Iron Man 3 super unterhaltsam. Aber der Held an sich ist es eigentlich nicht, ne? Nee. Ja, würde ich auch so sagen. Aber das ist halt einfach. Also dementsprechend, wie gesagt, im Marvel-Universum werden die Helden halt total krass dargestellt. Ja. Absolut. Und ich finde auch zum Beispiel Captain America. Wo ist denn dieser Morphel? Morphael. Also irgendwie hier draußen oder drin. Nee, er muss immer noch drin sein. Kann man hier draußen suchen. Ja, es müsste eigentlich hier am Ende sein. Captain America auch, bei meinem Charakter, den kann ich nicht leiden eigentlich. Ja. So ein grauenvoller Charakter. Wollte ich sagen. Captain America, ich weiß nicht. Er ist drinnen. Er wurde gerade nur getötet, deswegen ist er gespawnt. Bald
weiß auch nicht, ob das vielleicht am Schauspieler dann liegt in so einer Situation oder einfach vom Filmsetting an sich. Aber weiß nicht, Captain America ist mir auch... Die Story von Captain America war auch einfach nicht so krass geil. Nee. Und auch das zum Beispiel. Captain America hat zum Beispiel auch Schurken, wo ich sag, also für die habe ich ja gar keine Emotionen. So, Schurken muss am Ende, das muss zwei Sachen haben. Entweder musst du mit dem mitfühlen, aus Gründen, oder du musst am Ende sagen, geil, endlich ist er tot. Ja. Und das hatte ich einfach so bei Captain America gar nicht so. Das war mir einfach komplett scheißegal, ob dieser komische Teufelsnazi da am Ende, ob der stirbt oder nicht so. Ich habe keine Emotion für den gehabt und ich habe keine Freude daran gehabt, dass er das besiegt ist, so, weißt du? Und dann, finde ich, macht das im Film falsch. So auch ja, zum Beispiel definitiv. Abomination, so der Gegner von Hulk, so. Ja. Der lässt mich halt völlig kalt. So, wo ich mir denke, ja. Und tatsächlich überlege ich gerade so, Marvel, böse, also Schurken. Ich finde halt Loki an sich einen ganz interessanten Charakter. Ja, den kannst du aber nicht mal wirklich als Schurken so per se. Ja, richtig. Der ist halt irgendwie und irgendwie auch nicht. Der ist halt so ein Wendehals quasi. Ja, das ist halt einfach so ein Mischmasch. So. Tweener hat man früher gesagt. Ja. Ich reise in Kürze zum Heim des Szenarios. Danke für eure Hilfe. Oh, hier gibt's aber viele Quests. Okay. Welche Marvel-Filme ich ziemlich unterhaltsam finde und auch interessant einfach von der Truppe her, sind die Guardians of the Galaxy. Und dann kennst du Thanos nicht? Ja, der taucht da kurz auf im ersten. Ja, das stimmt. Im ersten taucht er nur kurz auf, ja. Ich wollte schon sagen, weil wenn du Avengers 2 gesehen hast, das spielt ja nach Guardians of the Galaxy, deswegen ja. Bekannt ist das schon, der Thanos da zu dem Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass es um Thanos geht, auch in den letzten Teilen, aber wie gesagt, die große Story oder der große Story-Arc-Teil ist da eben, da habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Infinity War gesehen, noch Endgame. Endgame. Ja, musst du auf jeden Fall nachholen. Das ist ja geil. Also ich würde auch sofort bestätigen, Guardians of the Galaxy sind irre gute Filme. Also und welchen ich auch richtig gut fand, den ich jetzt, weil er einfach in der Chronologie als erstes kam, ist tatsächlich Captain Marvel. Captain Marvel? Der Anfang von Captain, also der ganzen Sache. Ja. Den fand ich tatsächlich überraschend gut. Auch echt? Einfach, ich fand einfach, weiß ich nicht, es war irgendwie was anderes. Ja, okay. Ja, was anderes auf jeden Fall. Also ich fand ihn auch nicht so schlecht. Ich fand den Charakter eigentlich auch ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Ja. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, wie es Internet ihn gemacht hat. Internet hat ihn ja relativ tot geredet. So schlecht fand ich ihn auch nicht, aber ich würde ihn auch als einen der schlechteren MCU-Filme sehen. So, keine Ahnung. Hat einfach keine Chance gegen Thor und Co., mal ganz ehrlich sagen. Und die Thor-Filme zum Beispiel bin ich auch großer Fan von. Ich glaube, den ersten und den zweiten fand ich richtig gut. Ragnarok, da glaube ich nicht mehr so. Aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, nee, Ragnarok, das. Nee, das war. Vergiss, was er gesagt hat. Guardians of the Galaxy-Filme waren extrem gut. Und zum Beispiel. Wobei hast du den zweiten gesehen? Nee, ne? Den zweiten Guardians of the Galaxy habe ich auch gesehen. Ja. Ach so. Ja, da hat mir zum Beispiel überhaupt nicht die Storyline rund um seinen Vater gefallen. So, das fand ich krass unnötig und hat den Film in eine. Fand ich falsche. Angezogen. Da habe ich tatsächlich auch die Comics, ich meine, die werden ja irgendwie 10.000-fach aufgelegt, so ungefähr. Yeah. Das hat mich sehr überrascht, dass die Filme irgendwie relativ, also wirklich stark von den Comics, also zumindest von denen ich gelesen habe, abweichen. Abweichen. Ja. Also wie gesagt, ich fand den Zweier überragend, bis auf eben diese ganze Vater-Storyline, die fand ich hat nicht gepasst. Was mich zum Beispiel... Held, obwohl ich gehört habe, dass die Filme ziemlich gut sein sollen, mich überhaupt nicht kickt, ist Ant-Man. Verstehe. Finde ich einfach vom Konzept her schon so unfassbar scheiße. Ja. Dass ich eigentlich keine, also das wären tatsächlich Filme, wenn ich jetzt nicht sozusagen diese ganze Story an sich verstehen wollen würde, wären das tatsächlich MCU-Filme, die ich einfach skippen würde. Ich sag dir eins, Bodo. Ich habe wie du gedacht. Ich war auch exakt so, was soll das Konzept von Ant-Man? Das klingt einfach komplett scheiße, wie soll der Film gut umgesetzt sein?
Und ganz ehrlich, ich habe mich dadurch gequält. Und am Ende des Films war das eine 8 von 10. Der war überragend. Okay, ja, wie gesagt. Ohne Scheiß, ne? Ich hab auch. Fand Ant-Man super witzig. Den zweiten nicht mehr ganz so krass, aber der erste war wundervoll. Und das ist halt das, was ich meine. Ich meine, du hast halt. Du hast halt, eben diese Filme, an denen du sozusagen jetzt wertest. Und, wenn die DC-Leute es einfach nicht hinkriegen, vernünftige Filme zu machen, dann muss ja sozusagen der Held an sich nicht zwangsweise einfach Kacke sein. Ja. Sondern ich meine, in so einer Diskussion, jetzt gehe ich einfach mal flapsig davon aus, ist halt Erfahrungswert, den man hat irgendwie, oder diesen, das, was man, ja. Man kennt halt hauptsächlich die Filme, so. Ja. Genau, und daran urteilt man dann am Ende irgendwie. Und ich würde, also weiß ich nicht. Ja, ich kann zu den Comics halt zum Beispiel gar nichts sagen. Also ich lese gerne Comics, und interessiert mich auch nicht, also. Und ich meine, DC war ja auch auf jeden Fall auch irgendwie erfolgreich. Dementsprechend, ja. Mal sagen. Du musst den Leuten das ja auch irgendwas gegeben haben. Tatsächlich überlege ich gerade die ganze Zeit, wozu die X-Men gehören. Gehören die da überhaupt rein? Oder ist das noch eine dritte Gruppe? Die X-Men gehören jetzt dann zu Marvel. Gehören jetzt zu Marvel? Ja. Okay, weil zum Beispiel Magneto, finde ich, ist auch einfach ein richtig krasser Charakter, den ich auch durchweg in den Filmen gut finde. Also sowohl in den alten Filmen, wo er ja quasi schon alt ist, als auch gespielt von Fassbender, glaube ich, ne? Michael Fassbender. Finde ich einfach überragend. Also es ist ein Charakter, der begeistert mich total. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Also es soll mit der nächsten die übernächste, oder? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Die kommende oder die da drauf, die Phase soll die X-Men ins MCU-Universe einführen. Okay. So. Kommt nicht irgendwie noch Dark Phoenix raus, oder kam der schon? Der ist schon draußen, ja. Der ist schon draußen. Okay, den muss ich noch sehen, weil die X-Men-Filme habe ich eigentlich alle gesehen. Die fand ich auch durchweg unterhaltsam, möchte ich sagen. Ja. Hier rein. Ja, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass Dark Phoenix relativ zerrissen wurde. Okay. Aber wie gesagt, das muss ja nichts heißen. Man muss sich über solche Sachen immer so die Meinung bilden. Weil wie gesagt, Captain Marvel wurde auch zerrissen und ich fand den jetzt, wie gesagt, auch nicht sonderlich super gut, aber ich habe ihn jetzt auch nicht bereut zu gucken. Wow. Also so schlecht war er dann halt eben nicht. Hast du den Kill gerade bekommen? Ja, ist ja auch immer eine gewisse persönliche Einschätzung, also. Ja. Oder persönliche Meinung. Immer Meinung selber bilden. So, du kannst natürlich. Wie gesagt, ich fand. Gerade bei Filmen schon schwierig da. Captain Marvel echt überraschend gut. Also, ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet, als ich diesen Film gesehen habe. Ich habe zum Beispiel was komplett anderes erwartet, witzigerweise. So. Also auch nicht. Und war tatsächlich von. Ich weiß gar nicht chronologisch, welcher wann, wie, wo kommt. Fand ich es einer der besseren Filme. Ich fand zum Beispiel den Hulk mit Edward Norton gar nicht mal so geil. Ich fand den katastrophal. Also. Mich selten so gelangweilt. Fuck my life! Genau. Und die scheiß Brücke. Wo bin ich hier? Warum verlaufe ich mich? Ich meine, es fängt halt an. Mit welchen Filmen fängt die Arc an? Du hast quasi. Du hast Captain America. Ja. Yeah. Du hast den Hulk. Dann kommt. Großteil der Iron Man Filme. Ja. Dann kommt, glaube ich, bin jetzt gerade irgendwie bei den ersten Thor-Filmen. Ja. Und zwischendrin war halt Miss Marvel. Oder Captain Marvel. Und ich. Was, chronologisch? Ja. Der Captain Marvel ist ja, glaube ich, sogar einer der. Captain ersten. Marvel ist technisch gesehen der erste Film. Ja. Also, wenn und man. Dann kommt, geschichtlich chronologisch. Und dann kommt Captain America. Weil genau, der fängt ja quasi 43, 44 irgendwie an. Ja. Glaube ich, gegen Kriegs... Ja, wie auch immer. Ja, gegen Kriegsende, ist schon richtig. Und dann geht's, glaube ich, tatsächlich mit den Iron-Man-Teilen schon weiter. Ja, die sind relativ früh chronologisch, ja. Und
Dementsprechend, in dieser Reihe finde ich, für mich zumindest, ist der Captain Marvel einer der besseren Filme auf jeden Fall. Okay. Ja, siehst du, so hat jeder seine eigene Meinung. Und das sollte man auch nicht hinterfragen. Das ist einfach so. Wenn jetzt jemand von euch da draußen natürlich sagt, Captain Marvel war wirklich komplett beschissen, dann ist das eure Meinung. Und dann gibt es natürlich auch keinen Grund, irgendjemand anderem das schlecht zu reden. Oder wenn jetzt irgendjemand da draußen einen schönen großen Roman schreibt und sagt, Bodo, wie kannst du den gut filmen? Der hatte das, was eigentlich alles scheiße war. Dann wird es seine Meinung nicht ändern. Er fand den Film gut und ich möchte euch eigentlich nur diesen Hinweis daran geben, wenn jemand etwas gut findet, dann akzeptiert das doch einfach und freut euch darüber, dass er es gut fand, auch wenn ihr das nicht tut. Das soll meine Moral von dieser Geschichte gewesen sein. Wir beenden für diesen Part. Wir können vielleicht gerne im nächsten Part oder wann anders nochmal auf das Thema Filme zurückgreifen oder ein anderes Thema, weil es so gerade schön Marvel, DC, Superhelden-Thema. Ich probe es zu trinken. Das war jetzt wieder eine sehr talk-intensive Folge. Ja, ein tolles Schlusswort. Ich brauche was zu trinken. Ja, tschüss.